Lieben, und willkommen zu Türchen Nummer 4. Ja, wir sind heute beim vierten Tag vom Adventskalender. Gerade ein Stück Kaffee, ich habe mir eben noch einen Kaffee gemacht. Und das heißt, wir werden jetzt wieder painten. Genau, ich habe hier meine Schale für die Schrottsteinchen, habe ich auch schon hier. Genau, und ich wollte mit euch zusammen heute diese schönen Teile hier painten. Das wird auf jeden Fall lustig werden, weil ich nicht weiß, wie das zusammengebaut wird. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal zwei. Und im nächsten Video gucken wir dann, wie wir das dritte davon machen und wie es dann zusammengebaut wird, würde ich sagen. Machen wir das so. Ja, genau, ich packe das jetzt hier erstmal aus. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, die Steinchen. Ja, ich denke mal, das nächste Video gibt es dann schon morgen, also ein Tag später. Nee. Genau, dann haben wir das nämlich direkt alles verarbeitet hier. So, erstmal hier die Steinchentüten schneiden. So. Genau, die Schere lege ich jetzt einfach mal dahin und dann würde ich sagen, gucken wir uns das jetzt gerade erstmal hier an. Ja, wir haben hier auch wieder zwei Seiten zu painten und es sind ja recht kleine Seiten. Ne, von daher, wir kriegen das auf jeden Fall ruckzuck hin. Was gucken, wo ist denn hier der Anfang? Ja, da hapert es ja schon mit dem Anfang. So. Ups. Ui, das ist aber auch hier oben am Kleben. Ja, von wem ich das habe, das verlinke ich euch dann wieder unten rein. Ne, die Firma. Und genau, ich muss jetzt nur aufpassen, weil hier ist Kleber drauf. Interessant, interessant. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Wir starten jetzt mit der 10. Genau, das hier lege ich erstmal zur Seite, weil wir machen ja erstmal 1. Ne? Ups. Und ich glaube, wir müssen das dann danach direkt schon zusammenbauen. Weil sonst geht das gar nicht mehr. So, wir brauchen 3 Sternchen. Die holen wir jetzt einfach so aus der Tüte hier raus. 3 Sterne. So. Genau. Und die. Ah, ich brauche Wachs. Die wollte ich jetzt halt mit einem normalen Stift machen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt eigentlich meinen Spezialstift rausholen. So. Genau, einmal. Ah, wir brauchen davon sogar 4, sehe ich gerade. Ich habe einen übersehen. Ja, wie ich euch schon gesagt habe, also ich mache ja immer die großen als erstes. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir da sogar zu mehreren Videos. Und wenn wir das dann hier nach und nach zusammenbauen müssen, wäre es, glaube ich, besser. Wir machen dann ein Stern nach dem anderen. Ja, so, dann kommen wir zu der Nummer 9. Das ist eine halbe Perle ist das. So, jetzt klebe ich nämlich hier drauf fest. Ja, also wie gesagt, wir machen jetzt dann doch 3 Teile da draus, aber ist ja nicht so schlimm, kriegen wir trotzdem hin. So, wir fangen an
würde ich sagen, mit den Schuhen. So. Jetzt muss ich halt nur tierisch aufpassen, dass ich halt nicht auf diese eine Klebefläche hier drauf komme. Dass wir das hinkriegen. Ja, da haben die sich immer was einfallen lassen hier. Ja, weil wir müssen ja dann gleich auch noch die Löcher hier durchpieksen. Dann machen wir jetzt erstmal eins. So. Da sehe ich auch noch welche hier von dem Baumstamm. Oder? Ne, das ist der Gürtel. Okay, da geht es noch weiter. So, jetzt aber. Ja, wir machen das jetzt hier, wie gesagt, so Seite für Seite. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal das Rot. Das ist die Nummer 2. Ja, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass da Kleber an den Seiten drauf ist. Ich dachte ja schon, jetzt muss ich gucken, wie ich das da zusammenkriege, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Ja, das ist übrigens hier diese Lichterkette mit den drei Sternen, was das ergeben soll. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Bin ich echt gespannt drauf, wie das aussehen soll. Die rote Nase vom Weihnachtsmann haben wir auch schon. Ja, wird auf jeden Fall gleich lustig, weil ich habe dazu leider keine Anleitung gefunden, wie das denn zusammengebaut wird. Und deswegen wird es sehr lustig, sage ich euch jetzt schon. Weil ich das jetzt auch das erste Mal mache. So, jetzt haben wir gleich auch schon das Rot fertig hier von dem Weihnachtsmann. Gerade ein Schlückchen Kaffee, sonst ist mein Kaffee gleich wieder kalt. Ich kenne mein Glück.
So, dann haben wir das Rot auch schon fertig. Das geht ja hier ruckzuck. Rucki zucki. So, dann machen wir weiter mit der 1. 1 ist das Weiß. Ja, man könnte hier natürlich auch noch ABs oder so einbauen, wenn man gerne möchte. Nur ich möchte es jetzt nicht. Ja. Ich möchte das gerne so lassen. So wie es ist. Ja, Thema ABs, da habe ich auch schon gesagt gehabt, auch zur Pishu habe ich da schon gesagt, ich muss unbedingt mal wieder shoppen gehen. Ja, ich möchte gerne andersfarbige ABs noch haben. Und dann muss ich da mal gucken gehen. So. Ja, also wie ihr seht, es geht wirklich rucki. Das ist ruckzuck bepaintet. Ja, ich mache es mir übrigens jetzt hier abends immer gemütlich, wenn ich hier an meinem Schreibtisch sitze. Denn ich habe ja hier, wie gesagt, die Lichterkette und da mache ich es mir dann richtig schön gemütlich hier. Das ist richtig toll. Da macht dann das Painting Spaß. Diamond Painting. So, dann haben wir das Weiß auch schon. Mal gerade gucken, ob ich noch ein Weiß übersehen habe. Nee. Ich habe kein Weiß übersehen. So, dann kommen wir zu dem Grün. Von dem Tannenbaum. Das geht jetzt hier ruckzuck. Dann machen wir, wie gesagt, gleich noch die andere Seite und dann gucken wir mal, wie hier der Stern zusammengebastelt wird. Ich bin echt gespannt. Es soll ja einen Stern ergeben.
Ah, okay, da sind dann zwei Farben, die da bepaintet werden. Und ja. So. Bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Das sieht auf jeden Fall schön aus. Ha, ich habe eine Eins vergessen. Ich wusste es. Irgendwo vergesse ich wieder eine Zahl. Das war mal wieder so klar. Ups. Ja, ich glaube, das hier machen wir jetzt hier zusammen. Und die nächsten werden dann eher so als Speedpainten vielleicht noch dabei sein, dass wir sehen können, wie das gepaintet wird. Und das Zusammenbauen, das machen wir dann wieder zusammen. So, die dreien habe ich auch fertig. Ups. Dreien. Jetzt brauche ich eine einzelne Eins noch, weil ich eine übersehen habe. So, jetzt brauchen wir die Vieren. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal das Speedpainten und ich melde mich dann gleich zurück, wenn es dann hier daran geht, dass wir die Löcher rausmachen und den Stern zusammenbasteln. Ja, da melde ich mich dann gleich wieder. Bis gleich. Das erste schon mal fertig gepainted und jetzt müssen wir im Grunde genommen hier die Löcher raus, also die Löcher frei machen. Die mache ich jetzt einfach mit Hilfe von einem Painting-Stift einfach hier durchdrücken. Ich muss allerdings hier oben aufpassen, weil da ist ja wie gesagt der Kleber. Also einfach durchdrücken, damit dann auch dieser Lichtschein da durchgeht. Gell? Und deswegen sind die Löcher da. So. Ne? Weil, wie gesagt, da kommt ja eine Lichterkette rein. Ne? Ne? So.
das schon mal. Und wie ihr seht, also es ist wirklich gut vorgearbeitet. Also es geht wirklich rucki zucki, geht das da raus. So, jetzt nehmen wir die andere Seite. Da ist ja wie gesagt kein Kleber bei. Hier seht ihr schon die ganzen ausgestanzten Dinger hier. So, einfach durchdrücken. Da kann man auch nichts kaputt machen. Das ist so leicht zum Durchpieken. So. Nochmal gerade hier die Rückseite so ein bisschen entfleddern. So. Gut, jetzt haben wir alle. So, jetzt wird es lustig, denn ich kann mir jetzt nicht genau vorstellen, wie das jetzt hier funktionieren soll. Deswegen müssen wir jetzt gerade mal gucken hier. Also, ich würde sagen, dass das jetzt hier so reingedrückt wird. Moment. Das ist auf jeden Fall hier zum Knicken. Halbieren. Gerade gucken hier. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Also ich muss das jetzt hier, glaube ich, so ein bisschen vorknicken, dass man das jetzt hier auch richtig hinkriegt. So. Ups. Und natürlich, wie gesagt, mit der Klebefläche aufpassen. Ne? So. Und dann wird das irgendwie so. So eingedrückt. Moment. Ups. Ja, wie gesagt, also das wird dann so eingedrückt, damit das so dann da reinpasst. Ich hatte es jetzt gerade und jetzt gerade ist es wieder verrutscht. Toll. Toll. So. Also irgendwie so. Ja, also wie gesagt, das wird hier noch ganz lustig werden. Weil jetzt haben wir ja, wie gesagt, hier noch diese Klebflächen. So. Genau. Also wie gesagt, ich mache das jetzt gerade einfach mal so, wie ich es denke. Ich hoffe, es ist richtig. So, also da einknicken und hier auch, Moment, ach, jetzt ist der Schiss hier wieder aufgegangen, ja, das ist wieder typisch hier, so, genau, einmal. Müssen wir das da rumknicken, ich weiß, ihr seht jetzt gerade nichts. Also das ist echt eine Fummelsarbeit. Das ist wirklich eine Fummelsarbeit, Mädels. So. Jetzt haben wir das schon mal fertig. Dann kommt im Grunde genommen die Seite. So. Und das da kommt da drüber. Boah, ist das eine Fummelsarbeit. Also, ja, das müsst ihr auf jeden Fall machen, wenn ihr wirklich extrem Zeit habt. So. Ich dachte ja eigentlich, das würde schneller gehen. Aber leider ist das ja nicht der Fall. So, da muss das hier wieder umgeknickt werden. Das.
Und dann kommt das da drüber. Oh, das ist ein bisschen weit geknickt. Und also wie gesagt, das geht leider immer wieder auf hier. Das ist natürlich doof. So. Es geht immer wieder auf. Ja, also im Grunde genommen wäre das dann so. Aber es geht leider immer wieder auf. Der Kleber hält nicht richtig feste. Ja, also es verabschiedet sich immer wieder. Ja, schade. Schade, schade, schade. Ich hätte es jetzt besser gefunden, wenn es dann da irgendwie was anderes zum Kleben gegeben hätte. Und nicht sowas. Wie gesagt, man muss es wirklich extrem festhalten. Und selbst dann löst es sich noch. Und wie ihr auch seht, also hier die Ecke ist jetzt auch nicht so schön. So, also ich klebe das jetzt gerade aktuell noch mit Sekundenkleber fest, parallel. Erstmal nur so ein paar Ecken. Anders geht es leider überhaupt nicht. Das geht halt leider immer wieder auf. Ja. Mal gucken. Also es wird jetzt erstmal so ein bisschen festgehalten und dann gucke ich dann halt die anderen beiden Stellen, wie es da aussieht. Ja, schade. Wie gesagt, also der Kleber, der da drauf ist, der hält sowas von Schrott. Also leider, leider hält das nicht. Ja. Und selbst Sekundenkleber hält dort nicht drauf. Ja, hier unten hält es jetzt. Ja. Schade, schade, schade. Das macht mich echt traurig, Mädels. Das macht mich echt traurig. So, ich versuche es jetzt nochmal mit Sekundenkleber hier an der Stelle. So, gucken wir mal. Nur halt, wenn ihr mit Sekundenkleber arbeitet, auf jeden Fall gut auf eure Fingerschere aufpassen. Und nicht, dass ihr gleich daran festklebt. Das wäre natürlich Mist. So. Ich hoffe, es hält jetzt gleich. Ja. Wie gesagt, die Stelle hier, die will irgendwie nicht. Die hier will nicht. Obwohl Sekundenkleber drauf ist. Jetzt mache ich gerade hier noch die letzte. Ja. Wie gesagt, also ich muss das hier echt extrem zuhalten. Ich hoffe, es hält jetzt gleich. Ansonsten kriege ich gleich einen Schreikrampf und dann lasse ich es nämlich bleiben. Gibt's doch nicht. Ja, wir warten jetzt gerade mal so ein bisschen. Wie gesagt, also ich habe echt guten Sekundenkleber auch hier. Der klebt normalerweise alles fest. Nur irgendwie will das hierbei nicht. Seht ihr das? Es öffnet sich wieder. Das ist doch nicht normal.
Macht so echt keinen Spaß. Ja. Macht mich traurig. Macht mich wirklich traurig. Ich habe mich so auf diese Lichterkette gefreut. Naja. Ja, mal gucken. Also ich werde jetzt hier gerade mal so ein bisschen rumprobieren und ich melde mich gleich nochmal. So, also die Seite hier, die will jetzt und die hier öffnet sich immer wieder. Also ich weiß echt nicht, warum, was da der Fehler ist. Jo, weil mit Sekundenkleber kann man eigentlich nicht viel falsch machen und irgendwie will das nicht. So, ich lasse da jetzt noch mal ein bisschen Kleber reinlaufen. Noch hier am Rand. Nee, ey, das macht mich gerade hier echt aggro. So, wir halten das jetzt gerade noch mal ein bisschen zu. Von dem, wie gesagt, ich habe echt hier gerade den guten Sekundenkleber, ne? Also den von Uhu. Und der ist ja nicht schlecht. Den nehme ich immer für sowas. Also für so zum Schnellkleben. Ich habe übrigens gerade meinen Finger da, mein Finger festgeklebt. Ja. Das macht mich traurig. So, ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ich muss gleich den Kleber abmachen von meinem Finger. Wie gesagt, also die anderen Teile halten alle Bombe. Nur diese eine Stelle will nicht. Also ich zeige es euch gerade noch mal. Das hier ist dann dieser Stern. Die eine Seite hier, wie gesagt, habe ich jetzt noch mal nachgeklebt. Und genau, wie das dann fertig aussieht mit Lichterkette und alles, das gucken wir dann jetzt in den nächsten Tagen. Ja, ich werde jetzt gleich schon mal Videos für euch vordrehen noch, denn ich werde jetzt gleich noch die anderen beiden Sterne machen und dann werde ich auch mein Fazit dann noch mal zu sagen. Ja, wie gesagt, heute ist viertes Türchen, morgen im fünften Türchen kommt der nächste Stern und ich sage dann Winke, Winke, bis morgen. Tschüss.